Hallo Freunde, habt ihr auf neue Experimente schon gewartet? Heute werden wir elektromagnetische Wellen erforschen. Sie umgeben uns überall, zum Beispiel durch Mobiltelefone oder auch Router. Jedoch können wir diese Wellen nicht sehen. Deswegen zeige ich euch, wie wir sie hören können. Dieser Kassettenplayer wird uns dabei helfen. Hier ist ein empfindlicher Wandler, der elektromagnetische Strahlung empfängt. Damit wir die Wellen hören können, müssen wir an den Kassettenplayer ein paar Änderungen vornehmen. Dafür zerlegen wir ihn erstmal. Nehmen die Rückseite ab und entfernen den Mechanismus. Jetzt müssen wir den Erdungsdraht vom Wandlerkopf trennen. Dadurch kann dieser Kopf die Wellen besser empfangen. Nachdem kann man ihn wieder zusammensetzen. Lasst uns jetzt schauen, was für elektromagnetische Wellen dieser gewöhnliche Fernseher aussendet. Rauschen ist zu hören. Umso näher ich drangehe, umso lauter werden die Wellen. Der Bildschirm strahlt eine Hochfrequenz aus. Im Fernseher ist eine Ablenkspule, die eine Strahlung von 50 Hertz aussendet. Das ist, was wir hören. Man kann auch eine kleine Frequenz von ungefähr 15 Hertz hören. Ich war überrascht, dass auch die Fernbedienung elektromagnetische Wellen sendet. Hört mal hin. Ich drücke auf den Knopf und ich nehme eine DVD-Fernbedienung und versuche es mal mit der. Hört ihr das? Sie hat einen etwas anderen Klang. Gleich hören wir die elektromagnetischen Wellen von einem gewöhnlichen Laptop. Ich nehme den Player und drehe mit dem Kopf zum Laptop. Nun ja, die Geräusche vom Touchscreen sind ziemlich unangenehm. Hier sind auch welche. Was ist das bloß für ein seltsamer Klang? Ich glaube, hier ist der CD-Player. Hinter der Tastatur ist auch ein seltsamer Klang zu hören. Ich glaube, dahinter verbirgt sich die CPU. Weil wenn ich die Seiten wechsle, verändert sich der Klang. Vielleicht werden da einige Daten übermittelt. Wie wir hören können, strahlt der Bildschirm nichts aus. Irgendwo hier befindet sich die Wi-Fi-Antenne. Ich zeige euch das mal, wenn ich ein Video abspiele. Werdet ihr das hören? Direkt werden Daten gesendet. Ich mach mal Fullscreen, damit ihr das besser sehen könnt. Wir schauen, wie sich eine gewöhnliche PC-Maus anhört. Quietscht wie eine Maus. Die PC-Maus quietscht ein bisschen wie eine echte Maus. Jetzt hören wir uns die Strahlung von unserem Wi-Fi-Router an. Lasst uns mal den Kassettenplayer genau an die Antenne halten. Die elektromagnetischen Wellen werden über eine lange Strecke immer noch empfangen. Der Router ist gerade mit meinem Laptop verbunden. Der Klang ist sehr laut, da die Strahlung sehr hoch ist. Wir können das im ganzen Raum hören, aber nicht so laut, außer man ist genau nebendran. Hört ihr das ein wenig? Jetzt habe ich das Wi-Fi ausgemacht. Jedoch kann man immer noch einen kleinen Ton hören. Nur ein bisschen anders. Hört ihr das? Irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht klaut uns gerade jemand unser Wi-Fi. Ich überprüfe das mal. Ich mache mal ein Video auf meinem Handy an. Und wir hören mal hin. Wow, er wird richtig laut, wenn mehrere Leute verbunden sind. Mein Handy strahlt auch einen Ton aus. Der Klang ist einfach schrecklich. Stell dir vor, das Gehirn würde davon schmelzen. Lasst uns mal hören, was für Wellen das Mobiltelefon sendet. Ich lege ihn drauf und mache den Touchscreen an. Und schon hört man etwas. Wechsle das Menü.
Vielleicht hört ihr das nicht, aber der Klang verändert sich. Machen wir das Wi-Fi an und schauen, was für eine Reaktion es auf die elektromagnetischen Wellen hat. Man hört direkt ein lautes Knarschen. Ich mache das Wi-Fi aus und mache die mobile Übertragung an. Wie ich vermutet habe, ist der Klang viel, viel lauter geworden. Auch aus großer Entfernung ist es immer noch hörbar. Im Internet steht oft, dass gewöhnliche Lampen eine für den Mensch schädliche Strahlung aussenden. Das werden wir jetzt prüfen. Hört zu. Wir haben einen seltsamen Klang. Hört ihr das? Ich versuch's mal mit der. Komisch, diese Lampe summt. Und diese hier piept. Diese hier macht auch einen seltsamen Klang. Schrecklich. Lasst uns die Lampen vergleichen. Hier habe ich eine gewöhnliche Tischlampe. Wir versuchen die Wellen mit dem Player zu empfangen. Komisch. Scheinbar strahlt nicht jede Lampe Wellen aus. Kopfhörer strahlen auch elektromagnetische Wellen aus. Schaut, was passiert, wenn ich einen Kopfhörer reinhalte. Musik. Der Kassettenplayer wandelt die Wellen in Musik um. Soundverstärker. Ladegerät vom Laptop. Ladegerät vom Nokia-Handy. Wir schließen das Handy an. So, hören hin. Der Sound hat sich verändert. Ich schalte das Handy ab. Ladegerät von einer Konenkamera. Seltsamer Klang. Ich nehme die Batterie raus und... Wir haben festgestellt, dass fast alle Geräte elektromagnetische Strahlung aussenden. Auch die Fernbedienung und die Uhren. Wi-Fi und das Mobiltelefon sind die stärksten Quellen für elektromagnetische Wellen in meinem Haus. Glühlampen und Glättungselektronik strahlen überhaupt keine elektromagnetischen Wellen aus. Im nächsten Video fahren wir mit unserem Kassettenplayer durch die Straßen von unserer Stadt. Wir werden prüfen, wie schmutzig unsere Stadt vom elektromagnetischen Lärm ist.